Zurück zur Frage, was macht eigentlich der Drogenbeauftragte den ganzen Tag lang? Also wenn wir uns anschauen wollen, was drogenpolitisch so läuft, könnte man ja erstmal jetzt ganz naiv schauen, was macht denn die Drogenbeauftragte, auf ihre Homepage gehen oder sich die nette Broschüre anschauen. Also ich habe dann auch noch so eine Seite rauskopiert, da sieht man so hier so Heroin, Online-Sucht, Cannabis, Amphetamine, Kokain, alles ab in die Tonne. Das ist so die Aufgabe der Drogenbeauftragten. Also, naja, also alles in eine Tonne, alles über einen Kamm geschert. Wenn man sich dann mal ernsthaft mit Drogenpolitik beschäftigt und mal schaut, was denn wirklich so passiert, dann kriegt man, also wird einem gesagt, naja, wir haben in Deutschland eine Drogenpolitik, die auf vier Säulen beruht. Auf der Säule der Prävention, der Therapie, der Schadensminderung und der Repression. Und das sind so vier Säulen, die werden dann auch manchmal so dargestellt, so vier Säulen, und dann kann man da Dach drauf packen. Die Realität ist, dass diese Säulen derartig sind, dass man eigentlich damit kein Haus bauen kann, weil, also damit man was Stabiles bauen kann, müssen diese vier Säulen zumindest mal gleichberechtigt koexistieren, und das tun sie halt mitnichten. Der Bereich der Prävention ist zwar das, was in Sonntagsreden immer so schön in den Vordergrund gestellt wird, wir wollen ja ganz viel Prävention machen. Die Realität ist, das findet praktisch nicht statt. Da kann sich jetzt jeder nochmal selbst zurückdenken, wie das so war mit eigenen Drogenaufklärungen, auf welchem Niveau das stattgefunden hat. Das ist halt meistens eher ziemlich peinlich. Der Bereich der Überlebenshilfe, das ist so das, wo man so gerade so noch, okay, wenn manche Leute konsumieren halt Drogen, und damit sie nicht komplett einfach vor sich hin krepieren, machen wir dann so Maßnahmen wie Drogenkonsumräume oder geben den Leuten Methadon. Aber auch das war eine Sache, die ganz hart errungen werden musste. Genug Konservative, die das immer noch ganz schrecklich finden, wie die Leute da in ihrer Sucht verbleiben. Wobei man auch den größten Fans der Abstinenz eine Sache immer mitteilen darf, wenn es um Sachen wie Methadon geht, um so Sachen wie Konsumräume. Liebe Leute, eins kann euch klar sein, nur wer überlebt, kann vielleicht irgendwann mal clean werden. Wer tot ist, naja. Nimmt auch keine Drogen mehr. Ja, aber seine Therapiechancen stehen auch relativ schlecht. Dass man sozusagen erst versucht, ja, Prävention, wenn es nicht klappt, dann machen wir irgendwie Therapie, und wenn das nicht geht, dann lindern wir es, und ach ja, der letzte Schritt ist Repression. Ja, schön wäre es. Also natürlich versucht man erstmal möglichst viel zu verhindern oder den Leute dann wieder zu rehabilitieren, also das ist der Bereich der Therapie, wo auch relativ viel Geld für relativ wenig erfolgreiche Maßnahmen ausgegeben wird. Der richtige Löwenanteil des Geldes geht in die Repression. Sollte man nie vergessen, also es gibt auch eine schöne Studie vom Gesundheitsministerium, wo die Autoren zur Erkenntnis kamen, dass circa 2/3 der Ausgaben dass 2/3 der Ausgaben, die Deutschland macht im Bereich illegale Drogen, also nur illegale Drogen, 2/3 des Geldes fließt in die Repression. Und wenn eine Säule schon mal 2/3 ausmacht und der Rest irgendwie da unten rumdüppelt, merkt man schon, damit lässt sich kein Haus bauen. Zu den Zahlen, die dahinter stehen, komme ich gleich noch. Ich habe das mal versucht runterzubrechen, dass man das ein bisschen anschaulicher wird. Wenn ich an die Bilanz der Drogenpolitik denke heute, da fallen mir andere Dinge ein, als was auf der Drogen ist, an der Drogenbeauftragten zu sehen ist. Das sind dann so Sachen wie, hoch, ich habe ja wieder einen Therapieladen besucht, dann habe ich wieder patente Bilder gemacht. Wo den Ponyhof besucht, wo irgendwelche Leute, Ausgewählte, ein bisschen auf Pferden vor sich hinreiten dürfen, bevor sie wieder nach Hause geschickt werden, zu den gleichen Freunden, zur gleichen Szene, in die gleiche Stadt, zu den gleichen Problemen, und wieder rückfällig werden. Oder dann also Projekte hochgelobt werden, wo dann das Heroin aus der Steckdose angeprangert wird. Ich denke, wenn es um Drogenpolitik geht, eher an Afghanistan, aber ein ziemlich ungelöster Konflikt. Der ist auch deswegen ungelöst, weil die Opiumfragen nicht angegangen wurde, gar nicht diskutiert wird. Also man muss wissen, in Afghanistan, also in einem Land, das kaum eigene Wirtschaftsleistung hat, werden jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet durch den Opiumhandel, durch den Heroinhandel. Also das sind alles Profite, die Warlords, Taliban, korrupte Beamten etc. als Einnahmen verbuchen können. Und das in einem Land, das eine Arbeitslosenquote von, ich weiß nicht, 40, 50, 60% aufweist. Und dann haben wir einen Wirtschaftszweig, wo 10, 20% der Bevölkerung drin beschäftigt sind. Diesen zu ignorieren, ist eigentlich der nackte Wahnsinn. Kollege Tom Königs, der
von den Grünen auch Sonderbeauftragter für Afghanistan war und hat das auch immer angeprangert und hat gesagt, Leute, das kann nicht sein. Ich bringe es eben auf den Punkt, über Afghanistan zu reden und das Thema Opium auszuklammern, wäre, wie wenn man versuchen wollte, den Irakkrieg oder den Irakkonflikt zu verstehen und so tun würde, als gäbe es da kein Erdöl. Kann nicht funktionieren. Ansonsten denke ich an Süd- und Mittelamerika, wo gerade in Kolumbien ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg herrscht und bis heute noch nicht friedlich ist, wo die Kartelle praktisch regieren, da komme ich auch gleich zu einem praktischen Beispiel, wo zwar die USA mit militärischer Intervention, mit chemischen Waffen versucht haben, in ihrem Hinterhof aufzuräumen, das heißt nicht funktioniert hat. Ich denke an Russland, die nach der Öffnung der Grenzen inzwischen ein richtig massives Drogenproblem haben, mit einer sechsstelligen Zahl an Drogentoten pro Jahr. Also 100.000 Drogentote aufwärts, kann man sich gleich mal überlegen, überlegt euch mal, welche Städte es so gibt mit 100.000 Einwohnern und so viel sterben jedes Jahr in Russland, weil da ganz massiv billige Drogen durchgeschleust werden und Hilfe praktisch nicht existent ist. Was auch nicht mehr existent ist, ist Mexiko. Das Land Mexiko hat ca. 1.000 Drogenkriegstote pro Monat, schon seit vielen Jahren, Tendenz weiter steigend. Nicht nur, dass die Kartelle da inzwischen ganze Landstriche komplett regieren, wenn der Präsident da irgendetwas durchsetzen will, muss das Militär aufgeboten werden, weil die Polizisten, die es dabei gab, entweder gelünscht wurden, in manchen Regionen inzwischen einfach ohne Polizisten sind, weil die letzten paar, die da waren, auf einer Brücke aufgehangen wurden. Oder gekauft wurden oder geflohen sind. Das ist der Zustand, den da die Polizei hat, also inzwischen direkt Militär vorgehen. Aber nicht nur, dass die Kartelle einen unglaublichen Profit machen über den Drogenhandel. Das Geld wird natürlich auch wieder reinvestiert in die legale Wirtschaft. Und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass 2/3 der Wirtschaft Mexikos direkt oder indirekt mit den Drogenkartellen verknüpft sind. Und wenn ich diese Faktoren zusammennehme, dass ein Großteil der Wirtschaft von Kartellen kontrolliert wird und auf der anderen Seite es ganze Regionen gibt, wo, wenn nicht Panzer vorfahren, der Staat keinerlei Macht mehr hat, dann ist das ein Failed State, dann gibt es da Zonen, wo keine Staatlichkeit mehr existiert und der Staat Mexiko löst sich nach und nach auf. In der Deutlichkeit sollte man das sagen und in der Deutlichkeit sollte man auch sich bewusst sein, das sind alles Effekte von Drogenpolitik. Gelegentlich werden dann auch noch solche Sachen gefunden im Urwald, dass gelegentlich mal ein U-Boot gefunden wird. Ich habe für den Handverband mal einen kompletten Beitrag gemacht, wo ich mal alles zusammengefasst habe, was sich da so findet. Von Panzer, die Kartelle inzwischen zusammenbauen, Tauchboote, U-Boote, Boden-Luft-Raketen, wo dann mal eben Helikopter von der Polizei einfach mal abgeschossen werden, Granatwerfer, wo Polizei- und Militärkonvois angegriffen werden von den Kartellen aktiv. Also das sind alles Zustände, wo man wirklich von einem innerstaatlichen Krieg sprechen kann und den Staat ganz massiv belastet. All das sind Effekte unserer Drogenpolitik. Wenn man die ganzen Sachen jetzt nochmal in Zahlen zusammenfassen will, dann haben wir in Deutschland jeden Tag mehr als 600 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 450 davon gegen Drogenkonsumenten. Also nicht gegen Schmuggel, gegen Handel im großen Maßstab, Bandenkriminalität, sondern von diesen 630 Stück 450 gegen Konsumenten. 350 wegen Cannabis, von diesen 350 sind wieder 270 wegen konsumentenbezogenen Delikten. Also 270 Drogen-Cannabis-Konsumenten werden pro Tag in Deutschland hochgenommen. Kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Minuten vergehen müssen, bis wieder einer von der Polizei geschnappt wird und das ganze Prozedere der Polizei über sich ergehen lassen darf. Telekommunikationsüberwachung. Das ist ein Lauschangriff. Die größten Einzelposten, was die Straftaten angeht, ist nicht Terrorismus, ist nicht Kinderpornografie, ist Betäubungsmitteldelikte. 20 Anordnungen werden jeden Tag unterzeichnet von Richtern und die Leute werden überwacht. Im Zweifelsfall runtergehend bis auf die Ebene des einzelnen Konsumenten. Klassische Polizeitaktik, wir kommen nicht mehr weiter, wir wissen, wir haben da irgendwo so einen Dealer, dann reiten wir mal bei allen Konsumenten ein, nehmen die Handys mit, schauen, welche Nummern häufiger auftauchen, Telefonüberwachung angeordnet. Dann haben wir noch 68 Jahre Haft, werden täglich verhängt wegen Betäubungsmitteldelikten.
68 Jahre. Das ist praktisch Menschenleben. Wird jedes Jahr, wird jeden Tag aufs Neue und Richtern in Deutschland verhängt an Strafen. Das ist praktisch eine Todesstrafe. Täglich. Wir haben an Kosten für die Cannabis-Repression haben wir 2,7 Millionen Euro täglich, die ausgegeben werden, um Kiffer, primär Kiffer, hochzunehmen. Wir haben, ich werde auch viele andere Zahlen nennen, wir haben insgesamt, ich sage nochmal hier, pro Jahr geben wir für Repression aus, also laut dieser Studie des Gesundheitsministeriums, ca. 4 Milliarden geben wir für Repression aus. Also 2/3 aller Ausgaben in dem Bereich. Was das runtergebrochen bedeutet, habe ich gleich nochmal veranschaulicht. Wir haben auch pro Tag, macht der weltweite Drogenhandel einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Also da rollt der Rubel so richtig. Und man merkt auch, also wenn weltweit 1 Milliarde pro Tag verdient werden und wir pro Jahr 4 Milliarden für Repression ausgeben, merken wir mal, wie hoch die Profite sind und wie popelig, obwohl der Staat sehr viel Geld dafür ausgibt, wie popelig die Gegenreaktionen überhaupt nur sind. Das merkt man auch, dass das einfach nicht wirkt auf den nächsten Grafiken. Was wir auch täglich haben, sind 3 Hinrichtungen wegen Drogendelikten. Auch bei den Todesstrafen, die weltweit verhängt werden und auch durchgeführt werden, sind Drogendelikte ganz weit vorne, obwohl auch hier eigentlich internationale Verträge sagen, okay, wenn ihr schon die Todesstrafe macht, dann haben die Leute natürlich A, ein Recht auf einen vernünftigen Prozess, was in Ländern wie China mitnichten gegeben ist, und das darf nur bei Kapitalverbrechen angewendet werden. Also wenn ihr Terroristen hinrichtet, Mörder, naja, wenn ihr es schon nicht abschafft, dann könnt ihr das da machen. Aber deswegen Drogendelikte, das teilweise wegen Besitzdelikten. In manchen Ländern in Südostasien reicht die Menge der Besitz einer gewissen Menge Cannabis aus, um automatisch die Todesstrafe abzubekommen. 3 Hinrichtungen täglich. Wegen unserer Drogengesetzgebung. Praktische Effekte, kommen wir gleich zu. Und was wir auch noch haben, wir haben täglich ca. 33 Opfer im Drogenkrieg in Mexiko. 33 Leute, das kann sich leicht überlegen, während dieses Vortrages sind mehrere Menschen in Mexiko umgebracht worden in diesem Drogenkrieg und, wie auch gerade schön in der Zeitung nachzulesen ist, wer exportiert die Waffen? Deutschland. Der Tod ist ein Meister von Heckler und Koch, die nicht nur nach Indien an irgendwelche Sicherheitskräfte massenweise Maschinenpistolen vertickt haben und dann irgendwelche Menschenrechtsverletzungen damit begangen wurden, auch in Mexiko regelmäßig in den Schlagzeilen. Waffenexporte nach Mexiko, die dann irgendwo landen und zwar für diesen Krieg eingesetzt werden. Also da kann man nicht nur auf die USA schimpfen, die mit ihrer laxen Waffengesetzgebung den Krieg auch weiter befeuern. Das ist auch Deutschland, das hier fleißig mitverdient an diesem unglaublich blutigen Krieg, der auch deutlich mehr Todesopfer fordert. Irak, Afghanistan, langweilig. Das ist vergleichsweise, sind das sehr, sehr niedrigschwellige Konflikte im Vergleich zu dem, was Mexiko täglich passiert. Das ist ein Tag im Zeitalter der Prohibition. Wer das aber auch schön verdeutlicht haben will, wie diese Zahlen sich entwickeln, wir haben als Handverband eine Repressionsuhr geschrieben, wo wir aufzeigen, also wie die tickt, fröhlich vor sich hin, und man kann sehen, wie jede Sekunde der Staat Tausende von Euro ausgibt, um Menschen vom Kiffen abzuhalten. Zu den Effekten komme ich jetzt. Die Grafik sieht man jetzt leider nicht so gut. Da sind jetzt irgendwelche Balken aufgezeichnet. Ihr seht kunterbunt. Ich erläutere sie kurz. Dann wird es echt. Das ist auch egal, dass man sich exakt sieht. Was hier abgebildet sind, das sind Zahlen von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, also der EU-Behörde, die aus den einzelnen Staaten auch immer Abfragen machen. Leute, wie viel Drogenmittel bei euch genommen? Und das hier ist jetzt Cannabis. Der Konsum innerhalb der letzten 12 Monate von Menschen im Alter zwischen 15 und 34. Also so jungen Menschen, die man eigentlich vom Cannabiskonsum abhalten möchte. Man will ja die Jugend schützen. Gut, das sind die Jahreszahlen. Hier ist die Frage, wie viel Prozent der Leute Ja gesagt haben. Die eine Sache, die durchaus spannend ist, ist zu sehen, hier, im Mittelfeld. Ein bisschen, wenn man sich die Zahlen genau anguckt, im unteren, unterhalb des Durchschnitts liegen die Niederlanden. Also das Land in Europa, wo jeder Mensch, der 18 ist, einfach in den Coffeeshop gehen kann, also sich Cannabis kaufen kann, liegt, was beim Konsum von den Menschen angeht, unterhalb des Durchschnitts.
Man könnte auch andere Altersklassen nehmen, man könnte auch andere Konsumfrequenzen nehmen. Die Niederlande sind immer höchstens im Mittelfeld. Was man ansonsten auch noch sieht, ist, wenn man als Vergleichswert nimmt, wie stark ist denn die Repression in den einzelnen Ländern, also auch die europäischen Länder unterscheiden sich da ein bisschen. Es gibt manche, wo es massiv entkriminalisiert wurde, andere Länder, die da richtig hardcore vorgehen. Wenn man versucht, eine Korrelation zu finden zwischen der Härte der Repression dieser Staaten in Europa, die sich ja ansonsten von ihrer Struktur relativ ähnlich sind, also gerade also Frankreich, Belgien, Deutschland, Niederlande, das sind erstmal relativ ähnliche Länder, merkt man, es gibt keine Korrelation oder wenn dann nur eine sehr, sehr schwache Korrelation zwischen dieser Härte der Repression und dem Konsum. Gerade beim Beispiel Niederlanden sieht man wunderbar, also ob ich nun in den Coffeeshop gehen kann oder von der Polizei gejagt werde für meinen Cannabiskonsum, spielt scheinbar keine Rolle, was den Konsum angeht. Wenn man weitere Korrelationen versucht zu finden, findet man kaum welche. Die stärkste Korrelation, die ich bisher gefunden habe, gehen wir als weiter, sieht man auch nicht so richtig, das sind jetzt hier einfach nochmal ganz viele Länder aufgelistet. Also ich habe mal so eine Grafik gesehen, wo die Länder so gestaffelt waren nach dem Konsum, das ist jetzt hier auch. Also hier drüben ist dann Italien, Frankreich, Tschechien, hier drüben Polen und was ist da, Malta ist auch noch mit dabei, Zypern. Die einzige Korrelation, die ich gefunden habe, die wirklich stark ist, wo man wirklich, also zum Beispiel das Ranking durchaus ein ähnliches ist, ist bei der Frage, wie viele Menschen besuchen regelmäßig einen Gottesdienst und in Ländern, wo regelmäßig Gottesdienste besucht werden von einem Großteil der Bevölkerung, konsumieren die Leute weniger Cannabis. Was man hier sieht, ja, Malta, Polen, relativ niedrig, säkulare NRW, Frankreich, hier drüben hoch. Das ist aber schon die beste Korrelation, die ich gefunden habe. Ansonsten gibt es viele Faktoren, die den Drogenkonsum beeinflussen. Repression ist es schon mal nicht. Der zweite Punkt, der einem dazu bringt, irgendwann von einer Irrelevanz der Drogenpolitik zu sprechen, ist der Punkt, naja, was will denn Drogenpolitik offiziell erreicht? Es sollen weniger Leute Drogen konsumieren, es sollen weniger Drogen angeboten werden. Das soll über Repression zum Beispiel laufen, über Prävention. Bei der Repression, was den Konsum angeht, haben wir ja schon gesehen, es lässt die Leute das nicht unbeeindruckt davon, ob es jetzt legal ist oder nicht. Sie konsumieren ihr Cannabis. Wenn ich die Polizei gegen den Markt vorgeht, also gegen Dealer vorgeht, dann sagen die Gesetze der Ökonomie, naja gut, wenn ich eine gewisse Menge auf dem Markt habe, zu einem Preis X, und dann kommt die Polizei und beschlagnahmt Drogen, dann müsste der Preis steigen, wenn der Konsum gleich bleibt. Was hier aufgezeichnet sind, ist auch wieder die Preise von Drogen, die Zeit, und auch wenn man die einzelnen Balken nicht exakt sieht, die Tendenz ist klar erkennbar. Der durchschnittliche Preis von den wichtigsten Drogen, also Ecstasy, LSD, Kokain, Heroin, Cannabis, ist ausgegangen vom Bezugsjahr 1999 bis 2008 um 30% gefallen. Innerhalb von nicht mal 10 Jahren. Auch wieder alles Zahlen, die ermittelt wurden von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Also nicht, was sich der Handverband ausgedacht hat, sondern das sind offizielle Zahlen, die in jährlichen Berichten allen wichtigen Politikern, die in dem Bereich Entscheidungen treffen, vorliegen. Die Preise sinken. Dass das kein zufälliger Ausreißer war, zeigen diese Zahlen. Auch wieder abgebildet ist, dass der Preis für Heroin, Kokain etc., Preis pro Kilo im Großhandel, ermittelt vom BKA über einen relativ großen Zeitraum, also die Achse beginnt hier bei 1980, geht bis 2002, also gerade so also Zeit meiner Geburt, 82 und ein bisschen später, hat man noch bis zu 100.000 Euro für ein Kilo Heroin und Kokain auf dem Schwarzmarkt ausgeben müssen. Inzwischen sind wir auf einem Niveau von 30.000 bis 40.000 Euro. Für mich ein Hinweis darauf, dass die massiv aufgebaute Repression in dieser Zeit, also die Repression und die Frage, wie viel Polizei wird eingesetzt in dem Bereich etc., sei eher so gestiegen. Gerade unter Helmut Kohl oder im nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan wurde da relativ viel gemacht. Die Preise haben sich dafür nicht interessiert. Das Einzige, was man hier eigentlich sieht, ist die Globalisierung des Drogenmarktes. Weil am Anfang war das noch was relativ Exotisches, aber nachdem man mal erkannt hat, auch in Europa nehmen sie gerne Heroin und Kokain, ist das Angebot entsprechend hochgefahren worden.
ist in Südostasien entsprechend der Anbau verstärkt worden, die Produktion verstärkt worden, die Preise sind gefallen. Vermutlich ist das einzige Mittel, um diese Preise, den weltweiten Handel mit Drogen wieder ernsthaft zu beeinträchtigen, indem man die Globalisierung rückgängig macht, da das vermutlich so schnell nicht passieren wird und eher der Güterverkehr über alle Grenzen noch weiter steigen wird, werden auch Drogen problemlos da weiter mit über die Grenze wandern können. Und wenn man sich die großen Häfen anschaut, wenn man sich anschaut, dass wir im Vereinigten Europa leben, wo ich von Spanien bis Polen einfach durchfahren kann, ohne eine Grenzkontrolle zu haben, dann ist klar, da ist auch keine Waren mehr kontrollierbar. Bei Heroin sieht es ähnlich aus, auch hier wieder Heroinpreis von 1990 bis 2007. Hier oben noch bei dem Preis von ca. 140 Euro pro Gramm, gefallen auf 50 Euro pro Gramm. Sich diese Preise anzuschauen, ist insofern auch wichtig, um einfach zu verstehen, was drogenpolitisch passiert. Es gibt zum Beispiel, jedes Jahr wird bekannt gegeben, wie viel Opium in Afghanistan denn gerade angebaut wird. Das ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Sobald die Opiumproduktion ein bisschen gesunken ist, singen alle Politiker das Hohelied, ach, unsere Politik ist so erfolgreich, wir lassen die Leute da ein bisschen Rosenöl herstellen und ein paar Datteln anbauen statt Opium und das ist so erfolgreich, jetzt bauen sie weniger Opium an. Also auch grüne Politiker geben das dann gerne von sich. Wenn man sich dann anschaut, dass die Produktion in den Jahren davor einfach so hoch war, dass das Preisniveau gesunken ist, und parallel dazu der Weltmarktpreis für Weizen gestiegen ist, dann ist es scheißegal, welche alternativen Anbauprojekte Deutschland irgendwie in Afghanistan finanziert hat, dann ist es das Gesetz der einfachen Ökonomie, dass wenn ich mehr Geld für Weizen bekomme und weniger für Opium, dass ich erstmal das andere anbaue. Das sollte man immer vergessen, also nie vergessen, dass das die wirklichen Faktoren sind, die bestimmen, was angebaut wird. Und solange diese Länder wie Afghanistan, Südamerika, solange diese Bauern durcheinander wissen, dass sie im Zweifelsfall 3-4 Mal so viel Geld verdienen, wenn sie Opium anbauen, als wenn sie Weizen anbauen oder dass sie Coca anbauen, statt irgendwelche Nahrungsmittel, ist vollkommen klar, dass sie Opium anbauen werden. Das zur Bilanz dessen, was die Drogenpolitik erreichen möchte, Konsum senken, Angebot schmälern. Jetzt wäre das nicht weiter tragisch, dass diese Politik, die so schrecklich erfolgreich ist, wenn sie nicht auch noch ganz massive Nebenwirkungen hätte. Ich habe hier einige Zeitungsschlagzeilen mal reinkopiert. Zweiter Fall von Milzbrand bei einem Heroinkonsumenten in Nordrhein-Westfalen. Leipzig, Bleimarihuana, schon mehr als 130 Vergiftungen. Wurmmittel in Kokain, Ohrläppchen sterben ab. Alles jetzt nicht irgendwie Bild-Zeitung, sondern das eine ist ein Beta vom Robert-Koch-Institut, also die für die Seuchenbekämpfung in Deutschland verantwortlich sind. Das da unten ist aus der Ärztezeitung. Das ist auch eine Fachzeitschrift für Ärzte. All das sind auch Effekte unserer Drogenpolitik. Gerade Bleimarihuana, das war 2008, kam irgendein Spezialist auf die Idee, Cannabis mit Blei zu strecken, um das irgendwie schwerer zu machen, vermutet man. Bis heute nicht aufgeklärt. Das hat dafür gesorgt, dass es im Raum Leipzig die größte Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab, dass eine dreistellige Anzahl an Personen schwere Bleivergiftung bekommen haben, die im Krankenhaus waren, entgiftet wurden, was gerade bei Blei, also Schwermetallbelastung, ein Riesenproblem ist, die Leute wochenlang Medikamente genommen haben, was auch enorme Kosten verursacht hat. Spannenderweise konnte mir noch keiner erklären, wie teuer das jetzt eigentlich war, weil das irgendwie nicht mehr systematisch erfasst wurde. Aber das ist ein Effekt. Naja, warum haben wir das? Naja, das ist der gleiche Effekt, wenn man den Markt unkontrolliert lässt, wenn man einen unregulierten Markt hat, in dem von diesem Schwarzmarkt, dann gibt es halt unser Bauch Streckmittel, dann gibt es Schäden, die entstehen, weil der Markt unkontrolliert ist, nicht weil die Substanz an sich diese Wirkung hat, sondern es ist entstanden, weil hier gesagt wurde, weil hier ein illegaler Markt vorherrscht, dass irgendjemand gestreckt hat und es auch niemanden erstmal interessiert hat. Der Drogenbeauftragte hat erstmal gesagt, ja Leute, dann konsumiert dann halt kein Cannabis mehr. Das war dann der Ratschlag. Das ist auch allgemein der Ratschlag, also gerade wenn es auch um Drug-Checking-Fragen geht. Die Bundesregierung sagt, Leute, nehmt doch einfach keine Drogen, dann ist doch egal, ob sie verdreckt sind oder nicht. Dass das halt eine Lösung ist, die nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen passt, ist, glaube ich, offensichtlich. Anderes Beispiel, was Streckmittel angeht, also wirklich eine Massenbelastung. Das ist sogar die alte Grafik. Der Deutsche Handverband hat einen Streckmittelmelder. Wir wissen, dass inzwischen Cannabis regelmäßig gestreckt wird mit Pricks. Das ist so eine Zucker-Plastik-Mischung, vermuten wir. Mit
wird nicht wirklich systematisch erforscht. Wir haben diesen Schreckmittelmelder, inzwischen sind bei uns mehr als 3000 Meldungen aus dem ganzen Bundesgebiet aufgelaufen. Das ist eine alte Grafik nach 1000 Meldungen. Inzwischen ist die ganze, gibt es eigentlich kaum noch Regionen, die weiß sind, wo wir keine Meldungen haben. Aber gut, das ist dann irgendwie so zwischen Thüringen und Bayern, da wohnen auch nicht wirklich viele Menschen. Aber gerade der ganze Ruhrpott, Frankfurt, Mannheim, Berlin, Hamburg erreichen uns regelmäßig auch Berichte, das Kommentarfeld. In unserer Region gibt es kein ungestrecktes Cannabis mehr. Also wir können davon ausgehen, dass hunderttausende Menschen Cannabis rauchen in Deutschland, das mit irgendeinem Plastikgemisch oder mit Dünger und weiß der Teufel was gestreckt ist und damit massive zusätzliche Gesundheitsschäden erleiden. Politik ist es erstmal egal. Natürlich werden auch bei den paar Meldungen, wenn auch sicherlich bei ihr Läufer dabei sein, beim Scherz und weiß der Teufel was. Aber 3000 Meldungen einfach unter den Tisch fallen zu lassen, wer macht das? Die Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung fragt, Leute, wie sieht es mit Streckmitteln aus und Drogen, sagen sie, ja, darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor. Vereinzelte Berichte des Hanfverbandes. Naja, 3000 Meldungen. Plus all die Kommentare, plus, was wiederum peinlich wirklich für die Bundesregierung ist, es gab eine Anhörung im Bundestag auch zum Thema Truck-Checking und da war jemand vom LKA Niedersachsen da. Niedersachsen ist so, also die Polizei, die einzelnen Länder haben so ein bisschen Aufgaben aufgeteilt. Niedersachsen ist speziell für Drogen zuständig. Die analysieren Drogen auch und haben auch gesagt, klar, wir haben Glassplitter gefunden, Tricks, klar, finden wir den Drogen, die wir analysieren, sagt das LKA Niedersachsen auf der offiziellen Anhörung des Bundestages, während die Bundesregierung sagt, uns liegen keine Erkenntnisse vor. Ziemlich peinlich. Die Bilanz, Gesamtbilanz der Drogenpolitik kann man zusammenfassen, wie es der Schildauer Kreis getan hat. Das ist so ein Netzwerk aus Professoren für die Legalisierung. Drogenprohibition, gescheitert, schädlich und teuer. Eigentlich sollte jeder, also die meisten vernünftig denkenden Menschen, wenn sie eine derartige Bilanz sehen, zumindest mal bereit sein, darüber nachzudenken, ist das der richtige Weg? Ist es sinnvoll, hier Milliarden auszugeben, um Kiffer zu jagen? Ist es sinnvoll, unserer Bevölkerung, wenn wir sie eh schon nicht vom Konsum abhalten können, zusätzlichen Gesundheitsgefahren auszusetzen? Es gab viele Phasen in der Bundesrepublik, wo man dachte, jetzt verändert sich mal was. Aber die Leute, die schon relativ lange dabei sind, wie Kollege Stöver vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit, mussten dann feststellen, es ändert sich leider nichts. Seine Bilanz auf der 20 Jahre Akzeptveranstaltung letztes Jahr war, wir haben ein Drogenpolitikproblem. Warum haben wir ein Drogenpolitikproblem? Naja, ich meine, es gibt jetzt in der Politik unterschiedlichste Parteien, unterschiedliche Ansichten. Entsprechend wird natürlich auch die Wahrheit ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Also die einen sehen in Brandanschlägen in Berlin halt ein paar Brandanschläge. Die anderen sagen, oh mein Gott, jetzt kommt die RAF wieder. Welche Parteien was vertritt, kann sich jeder selbst denken. Deswegen ist es ja eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass Drogenbeauftragte der CSU sagt, besorgniserregend ist auch der mittlerweile wissenschaftlich erbrachte Nachweis, dass Cannabis Einstiegsdroge für den späteren Konsum härterer Drogen ist. Dass man von der CSU nichts anderes erwarten kann, ist ja gut, kann man ja mal so akzeptieren. Nicht schön, aber man kann es akzeptieren. Wenn man dann die Fachwelt mal fragt, dann gab es das Bundesverfassungsgericht, das sich mit dem Thema beschäftigt hat, schon 94, die gesagt haben, Einstiegsdrogenthese, das wird eigentlich weitestgehend abgelehnt. 1998 hat ein Gesundheitsminister namens Seehofer, Cannabis auch CSU-Mitglied, eine Studie in Auftrag gegeben zu den Folgen des Cannabiskonsums, die sogenannte Kleiber-Studie. Und nachdem der Spiegel, also damals war das noch Nachrichtenmagazin, die auch ein bisschen recherchiert haben und so, diese Studie wieder aus der Mülltonne geholt haben, konnte man dann auch darin nachlesen, die Annahme, Cannabis, eine typische Einstiegsdroge für den Gebrauch harter Drogen wie Heroin, ist also nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht haltbar. Also der Mensch, der von dem CSU-Gesundheitsminister beauftragt wurde, sagt, Schwachsinn. Das Ganze hat sich dann auch ein bisschen zwischen rumgesprochen. Es gibt zum Beispiel Truck.com, das ist eine Homepage, so das offizielle Präventionsorgan bezüglich Drogen von der Bundesregierung. Und also sicherlich keine Stelle, die man jetzt verdächtigen würde, dass sie Cannabis verharmlosen würde. Truck.com schreibt dann, Top-Thema, also ein Special bei 2011. Vom Kiffen zum Heroin,
Schrittmacherfunktion wissenschaftlich nicht haltbar. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, also der Verband der ganzen Hilfeorganisationen, also auch gerade der ganzen Alkoholabstinenzorganisation, also auch nicht unbedingt gerade der Haufen, wo ich mich so richtig wohlfühlen würde, sagt auch, was für Cannabisabhängige rückwirkend stimmt, also rückblickend stimmt, trifft jedoch nicht auf den Cannabiskonsumenten zu. Also sie sagen, na gut, es gibt eine Korrelation, das ist klar, es gibt die Korrelation, dass die meisten Heroinkonsumenten vorher Cannabis konsumiert haben, aber eine Kausalität ist nicht feststellbar und diese einfach in den Raum zu stellen, ist circa so seriös wie zu sagen, ja, die Storchpopulation in Deutschland ist seit Jahrzehnten am Sinken, die Geburtenquote auch, deswegen müssen die Kinder vom Klapperstorch gebracht werden, würde jeder sagen, was für ein Schwachsinn. Und auch hier kann man klar sehen, Korrelation ja, Kausalität nein. Also die CSU erzählt irgendeinen Schwachsinn, die Wissenschaft, selbst die Bundesregierung ist inzwischen so weit zu sagen, Leute, ist nicht haltbar. Dann war es aber relativ erschreckend, es gab vor 2-3 Wochen eine Diskussion im Bundestag zum Thema Cannabis, weil die Linken einen Antrag gebracht haben und auch Rheinland-Pfalz hat die geringe Menge angehoben, die rot-grüne Regierung da. Dann haben sich zwei Leute zu Wort gemeldet, das eine war die drogenpolitische Sprecherin der FDP, das ist eigentlich eine Partei, der man zutrauen würde, jetzt nicht ganz so aggro beim Thema Drogen zu sein. Und die schrieb in ihrer Rede, Cannabis bewerte ich als Einstiegsdroge, denn es gibt Studien, die nachweisen, dass der Wirkstoff THC, der in Cannabis enthalten ist, das Hirn viel anfälliger für Opiate macht. Der Weg zum Heroin ist dann leider oft nur noch sehr, sehr kurz. Vor 3 Wochen im Deutschen Bundestag, drogenpolitische Sprecherin der FDP. Oder meine allerliebste Freundin, Frau Betzing, ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die auch im Kontext von Rheinland-Pfalz gesagt hat, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, das belegen eigentlich alle Untersuchungen. Also es ist schon spannend, wenn ein ehemaliger Drogenbeauftragte selbst den Thesen, die auf dem offiziellen Portal der Bundesregierung als Schwachsinn bezeichnet werden, als wissenschaftliches Faktum hinstellen. Das ist ein Drogenpolitikproblem. Das ist eine Politik, die hier gemacht wird, die sich auf einem Niveau bewegt, das einfach nur noch zum Jaulen ist. Wo kommt das her? Also gerade diese eine Studie, die die FDP angesprochen hat, also diese Anfälligkeit von Hirnen bezüglich Opiaten bei THC-Konsum, das hat einen Hintergrund. Es gab in der Zeit, also nicht Bild-Zeitung, sondern die Zeit, also ein Blatt, wo man sagen könnte, wenn ich da einen Wissenschaftsteil aufschlage, könnte das eine gewisse Plausibilität haben, was da steht. Titelte, vom Joint an die Nadel, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Das schien als Ammenmärchen enttarnt. Jetzt bekommt die These aber massive Unterstützung aus der Forschung. Also auch durchaus so ein liberaler Anspruch. Also eigentlich war das ein Ammenmärchen, eigentlich haben wir das ja selbst nicht mehr geglaubt. Aber jetzt hat einer von unseren Mitarbeitern in einer Fachzeitschrift geblättert und hat eine Studie gefunden, die man eben schnell Jahrzehnte der empirischen Forschung beiseite legt. Das ist auch so ein Phänomen. Also Cannabis ist eine sehr gut erforschte Droge. Also es wird seit Jahrzehnten massiv erforscht, die Konsumenten werden erforscht. Es gibt unzählige Studien, die da zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht oder auch vom Drugcorp oder der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen mal systematisch durchgeschaut werden. Und dann werden so Aussagen getroffen wie, Cannabis-Einstiegsdroge ist nicht haltbar. Die Wissenschaft sagt, das gibt es nicht her, weil man beliebig viele Leute untersucht hat und dann festgestellt hat. Warum kommt die Zeit jetzt auf die Idee zu sagen, Cannabis ist doch eine Einstiegsdroge? Naja, wenn man sich dann mal die Mühe macht, diesen Fachartikel mal genauer anzuschauen. Was scheinbar die Leute nicht so richtig gemacht haben und auch im Artikel nicht richtig wiedergegeben wurde, ist, naja, also, es wurde folgender Versuch gemacht. Wir haben eine Gruppe von 6 Ratten. Die erhielten vom 28. Tag nach ihrer Geburt bis zum 49. alle 3 Tage eine THC-Spritze. Die weitere 6 Ratten, die Kontrollgruppe, hat kein THC gespritzt bekommen. Bei den beiden, und danach wurden den Ratten Heroin zur Verfügung gestellt. Und es wurde dann festgestellt, dass die Ratten, die THC gespritzt bekommen haben, sich auf einem höheren Niveau an Heroin einpendeln, als diejenigen, die das nicht gespritzt bekommen haben. Daraus schlussfolgert die Zeit, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Weil die Ratten haben es doch bewiesen. Und damit komme ich wieder zu dem Punkt, was ich vorhin angesprochen habe, dass halt der Homo sapiens ein bisschen komplexer ist und dass zum Beispiel allein
die Tatsache, dass ein Großteil aller Cannabiskonsumenten niemals in ihrem Leben Kontakt mit Heroin bekommen, wird halt ein bisschen ausgeblendet. Aber die Ratten haben doch gezeigt, weil höheres Heroinniveau, weil THC gespritzt, was ja auch ein durchaus realistisches Phänomen ist, was Jugendlichen häufiger passiert, dass sie alle 3 Tage ihre THC-Spritze bekommen. Und so wird mal eben schnell mit einer Studie, die nun mal freudig gesagt schwer übertragbar ist, scheinbar Jahrzehnte der Forschung beiseite gewischt. Und dann erzählt die FDP-Tante, naja, die Hirne werden anfälliger für Opiate, ja, bei den Ratten. Aber dass man daraus plötzlich sagen kann, ein bisschen Einstiegsdroge, heute gesagt fragwürdig. Kurzer Schnitt. Also das kurz, um darzustellen, warum wir eine so schlechte Drogenpolitik haben. Ich meine, in genug anderen Bereichen haben wir ja auch sehr beliebige Interpretationen der Realität. Das ist ja auch in der Politik. Wenn wir Meinungsfreiheit haben, ja auch eine ganz gute Sache. Aber dass auf einem derartig miesen Niveau argumentiert und agiert wird, ist schon bemerkenswert. Also das war jetzt ein Beispiel, wo man es am prägnantesten ausdrücken kann. Es gibt auch noch genug andere Beispiele, wo die Bundesregierung behauptet, also die Bundesregierung wird gefragt, naja, habt ihr denn einen Beleg dafür, dass das Cannabisverbot wirkt? Haben sie gesagt, ja, haben wir. Es gibt ja eine Studie, die zeigt, als wir Spice verboten haben, also eine von diesen neuen Substanzen, die auf dem Markt waren, da hat eine Studie ergeben, da ist der Konsum zurückgegangen. Ja, okay. Ah genau, von der Studie habe ich sogar gehört, das war diese Frankfurter Studie. Da ging es einfach nur darum, da haben die Frankfurter Schüler befragt, wie viele Leute vor und nach diesem Verbot Spice konsumiert haben. Erst waren es 3%, dann war es nur noch 1%. Also weil ein Dutzend Schüler in Frankfurt bezüglich einer Substanz, die halt erst in jedem Laden verfügbar war und dann halt nicht mehr in wirklich jedem Laden verfügbar war, ein Dutzend Schüler weniger Ja angekreuzt haben, sagt die Bundesregierung, das Cannabisverbot wirkt. Dass im Übrigen auch diese Quote im Jahr drauf dann auf 2% wieder angestiegen ist und der Forscher, der das untersucht hat, auch der Bundesregierung inzwischen einen Brief geschrieben hat. Leute, ich finde es eigentlich ziemlich affig, dass er meine Studie hier heranführt, weil das einfach vollkommener Schwachsinn ist. Jetzt dann die andere Seite der Medaille. Aber das ist mal die empirische Grundlage der Bundesregierung, auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag zu antworten, wirkt das Cannabisverbot. Wie erforscht man, wie viele Menschen die Droge konsumieren, wenn sie nicht mehr so auf dem freien Markt ist? Ja gut. Also ist es durch Erfragungen, Umfragen oder wie macht man das sonst? Ja, die haben einfach insgesamt 1000 Schüler befragt. Also jeweils. Also repräsentativ. Ja. Ah, ja, okay. Wobei man auch da, das hätte ich vorhin schon beim Thema Cannabis ansprechen können, aber das passt auch auf dieses Beispiel sehr schön, dass ich natürlich überfragen kann, wie gut sind denn solche Umfragen? Weil wenn es einen Effekt gibt, der unbestritten ist, also das kennt man auch, wenn es um Wahlfeiten geht, da bekommen die Nazis üblicherweise weniger Stimmen in so Umfragen, weil die Leute sich nicht dafür bekennen wollen, öffentlich. Das ist durchaus ein in der Statistik sehr bekannter Effekt. Gibt es auch im Bereich Drogen die plausible These zu sagen, naja, in Ländern, umso härter die Repression da ist, umso weniger sind Menschen bereit, am Telefon den Konsum auch zuzugeben. Weswegen zum Beispiel vorhin die Grafik, wo die Niederlande mit anderen Ländern verglichen wurde, man im Zweifelsfall davon ausgehen kann, dass die Zahlen, was die Niederlande angeht, deutlich eher an der Realität dran sind, als die in allen anderen Ländern, weil in allen anderen Ländern im Zweifelsfall eher gelogen wird und gesagt wird, ich konsumiere das nicht, als in den Niederlanden, wo eigentlich keiner einen Grund hat zu sagen, dass das nicht konsumiert. Kann nicht zu sagen, dass das konsumiert. So. Ebenso auch bei dieser Untersuchung. Deswegen sind diese Studien meistens systematisch verzerrt. Man hat, wenn man mal wirklich wissen möchte, wie viel wird denn wirklich konsumiert, gibt es zum Beispiel die Methode, dass man Abwasser untersucht. Also das sind Methoden, die konnte man sehr gut checken, weil man weiß ja zum Beispiel, wie viel Medikamente in einzelnen Regionen verkauft werden. Man hat geguckt, wie viel wird hier verkauft und wie viel davon finde ich im Abwasser wieder. Und dann festgestellt, gut, das ist wohl scheinbar ein guter Indikator. Dann hat man das für Kokainabbauprodukte mal gemacht. Das ist auch ein bisschen durch die Medien gegeistert. Und kam dann zu Konsumquoten, was Kokain angeht, die geschätzt und mit Faktor 2-3 höher lagen, als das, was die Leute in Umfragen zugegeben haben. Also alle diese Untersuchungen stellen also damit eher die Unterkante dessen dar, wie viel konsumiert wird. Es wird eher deutlich mehr konsumiert. So, ich habe gerade die Uhr nicht im Blick. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal eine kurze Pause machen wollen. Also jetzt habe ich im Prinzip so die Bilanz abgeschlossen und würde im Fortfolgenden wirklich das Drogenfachgeschäft vorstellen und das Konzept der Drogenmündigkeit, also das, was die grüne Jugend so vertritt. Ich habe noch eine Frage. Ja.
Wenn es doch eigentlich totaler Schwachsinn ist, an diesem System festzuhalten, die Drogenpolitiker von der FDP und von der CDU und auch aus anderen Teilen, die können doch nicht einfach so total bescheuert sein, dass sie das halt einfach nur oder aus bösem Willen machen, sondern sie müssen doch auch irgendeine Motivation haben, oder? Prinzipiell sehr gute Frage. Allgemein ist die Frage, warum Drogen mal verboten wurden und es immer noch sind und was sich ändern müsste, damit sie legalisiert werden, eine unglaublich spannende Frage. Dazu habe ich, obwohl ich mich schon seit mehr als 10 Jahren damit beschäftige, noch keine endgültige Antwort gefunden. Die, wenn es um die Frage geht, warum Drogen noch verboten sind, ist wohl die beste Arbeitsthese erstmal, Drogen sind verboten, weil sie verboten sind. Das System hat sich gewissermaßen zu einem Selbstläufer entwickelt. Es hat sich inzwischen unglaublich Leute da eingerichtet, sowohl beruflich, aber auch politisch. Also gerade für die Konservativen ist das Thema Drogen ein sehr gutes Thema. Damit kann man regelmäßig Angst machen. Man kann alle möglichen sozialen Probleme, kann man die Drogen schieben, kann die vorschieben. Dann muss man sich nicht um den Rest kümmern, weil wenn dann Studien ergeben, naja,